herzlich willkommen zu 5 Dinge. Sag mal, was schenkt man eigentlich einem Autofanatiker oder einer Autofanatikerin? Wisst ihr was? Habt ihr sogar 5 Dinge ad hoc drauf? Nichts. Schwer. Keine Ahnung. Na, ihr seid ja richtig kreativ. Mein Mädel, in meinem Alter hat man alles. Was soll denn dein Freund, der heißt wie? De Gris. De Gris? Ja, genau. Christian. Okay, Christian. Was schenkst du ihr denn? Es muss natürlich was für ein Opel Corsa sein. Also am besten so ein GTI-Logo, ja? Ich verschenke einen Tankgutschein. Na, Autozeitung höchstens. Ich fürs Auto eine gute CD. Was ihr da schenkt? Ja. Also fürs Auto, wenn sie sich jetzt was fürs Auto wünscht, sie wünscht sich was für den Opel Corsa, sagt aber überrasch mich, Schatz. Sitzbezüge und Einparkhilfe. Also Sitzbezüge lasse ich gelten, Einparkhilfe ist gleich 1 Liter freiwillig durch die Nase Blut gespendet. Ich weiß, du arbeitest, aber du bist vom Fach. Kannst du mir sagen, die Sendung heißt 5 Dinge und ich suche 5 ultimative Geschenke, ja, die bei einem Autofreak... Bist du ein Autofreak? Eigentlich schon, ja. Hast du ein getuntes Auto? Nein, leider nicht. Was hast du für einen Wagen? Ein Honda Civic. Wünschst du dir irgendwas für einen Honda Civic? Unter Weihnachtsbaum oder als Geburtstagsgeschenk? Neue Reifen wären nicht schlecht, ja. Ja, Reifen ist ja immer, kann man immer gebrauchen, ne? Gerade wenn man so ein bisschen driftet. So ungefähr. Er sagt jetzt nichts dazu. Die Sendung heißt 5 Dinge und ich bin auf der Suche nach dem ultimativen Geschenk für einen Autofreak. Suchst du gerade eins? Praktisch. Ich brauche für meinen Bruder unbedingt so LED-Lichter für das Auto innen. Ah, also für den Fußraum oder so? Entweder so, er weiß noch nicht genau, wo er es hin tut. Und was sagst du, was gibt? Okay, das ist eins, also, das ist auch sehr speziell. Er hat ganz schäbige Fußmatten, ich glaube, da brauche ich auch noch welche. Okay, also... Fällt mir jetzt auch gar nichts ein. Okay, also Lichter sagst du, die wir nachrüsten, Fußmatten, was wäre denn noch? Ich meine, es kann ja auch irgendwas anderes sein. Eine sexy Beifahrerin vielleicht? Ja, die gibt's doch so, also diese Pappfigur. Ja. So oben ohne, dann so Sterne auf den... Ja. Was noch? Ja. Den suchen Sie mir. Der hat eine nette Begleitung, die das Herz wärmt. Schnaps. Mir wird ja noch was einfallen. Ums Herz zu wärmen, noch ein Netzmädel. Dankeschön. Danke. Genau, danke. Das wollte ich endlich doch jetzt hören, das oder? Wollte ich wirklich hören. Also. Ich habe ihm auch 5 Euro vorgegeben, damit er das sagt. Und Wischwasser? Klar, geht auch. Wie sieht's denn hier aus mit den Zubehörteilen? Ist der Markt wirklich da mit Hello Kitty? Das ist ja wirklich an jeder Ecke gibt es Hello Kitty? Ja, auf jeden Fall. Ist das nach wie vor der Renner? Kommen viele, ja. Auch so SpongeBob und. Das weniger. So Plüsch-Lenkräder zum Beispiel in rosa, weiß. Also der Trend geht so in die Katzenberger Richtung an. Das ist die Schwester von Daniela Katzenberger. Ja, wie heißt du? Silvia. Und du? Weiß mal. Habt ihr schon Autos? Ja. Ihr fahrt selber Auto. Was hast du für eins? Einen BMW. Also du hast einen BMW, sagst du? Bist du auch so ein bisschen Tuning-affin? Nee, gar nicht. Dein Freund? Ja, schon eher. Was willst du dem denn jetzt fürs Auto unter den Weihnachtsbaum legen? Nichts. Fuchsschwanz. Wie heißt der gute Hund? Das ist die Mona. Die Mona. Ja, Mona. Mona wird auch bald ein Auto fahren, wenn sie groß ist, ne? Neues Radio. Neues Radio, cool. Gutschein wird auch nicht schlecht, oder? Macht man irgendwie nichts falsch? Ja, mit Navi. Wunderbaum? 90, 60, 90. Wunderbaum, der hat das schon. Der nervt, also der riecht ein bisschen streng. Vielleicht einen neuen, ja. Wäre ganz gut. Hast du vielleicht so Carrera-Socken? Eine Carrera-Bahn? Navis. Ganz einfach Navis. Rückfahrkamera? Geht auch. Gibt's Einparkhilfen? Gibt's auch. Mit Kamera. Und in Pink? In Pink leider noch nicht. Die Reifen? Wie sieht's aus mit Felgen? Felgen habe ich schon. Kann man die nicht immer gebrauchen? Ja, eigentlich schon, aber ich... Gut, Männer fahren nicht so oft gegen Randstein. Zum Beispiel, ja. Entschuldige, darf ich ganz kurz was fragen? Ja. Ich bin von 5 Dinge, ich bin die Kathi, wer bist du? Ich bin der Matthias. Matthias, eine Frage. 5 Dinge, die man einem Autofreak oder einer Autofanatikerin schenken sollte. Was fällt dir da ein? Alu-Räder, Lenkradüberzug in Pink, Würfel in Pink, eine Verspoilerung, was fällt mir noch ein? Andere Scheinwerfer. Ah, Angel Eyes oder der böse Blick. Genau. Toll, war's schon, 5 Dinge. Eins noch. Eins noch, Peter, sagst du mal, was Fuchsschwanz. Eiskratzer auf jeden Fall finde ich wichtig. Okay. Dann vielleicht einen Gummipflegestift, damit die Türen nicht anpoppen. Auch nicht schlecht. Dann vielleicht eine Autoinnenreinigung.
ist vielleicht auch. Das ist doch ein schöner Gutschein, so eine richtige schöne Aufbereitung. Genau. Und was kann man vielleicht noch schenken? Ich brauche noch Scheibenfrostmittel. Das kann man ja auch verschenken, super. Okay, cool, danke dir. Schenk einfach selbst. Ja. Mensch, das waren doch eindeutig mehr als nur 5 Dinge, die man verschenken kann. Ich fand's klasse, aber wenn ihr noch den ultimativen Tipp wisst, dann hinterlasst doch hier einfach einen Kommentar. Ich freue mich drauf und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, das war's mit 5 Dinge, eure Kathi. Ciao.